Hallo, meine Lieben, guten Morgen, hier ist mal wieder Sabine. Ja, ich habe heute wieder meine Schlauheitsbrille mitgebracht, weil es ist ja wichtig, mehr Schein als Sein haben wir von unserer Regierung gelernt, nicht? Also man muss immer so tun, als ob irgendwas so wäre und ob es dann wirklich so ist und ob man das so macht, ist völlig egal. Ich erinnere nur an keine Waffen in Kriegsgebiete und ein Land, das einfach funktioniert. Ganz egal, aber heute habe ich etwas Schönes für euch. Meistens ist es ja so, wenn die Regierung etwas sagt, lässt man sich das durch den Kopf gehen und zwar in der Art und Weise da rein, da raus. Aber das hier ist jetzt wirklich etwas ganz Wunderbares von unserem Wirtschaftsminister Herrn Habeck. Herrn Habeck kennt ihr, das ist der, der ja meinte, wenn man pleite ist, heißt es ja nicht, dass man kein Geld mehr hat, nicht? Oder wenn man insolvent ist, heißt es ja auch nicht, dass man kein Geld mehr hat. Also das ist nur so ein Wort, das hat eigentlich weiter keine Bedeutung. Und da passt auch gut dazu, was er jetzt gesagt hat. Also ich bin ja immer wieder begeistert, nicht? Also man ist ja so naiv, was man alles gar nicht weiß, nicht? Also ich spiele euch mal was vor, ich hoffe, das funktioniert. Ich bin ja technisch immer so, ihr wisst ja, so sehr unbegabt. Also hier ist er, ich versuche es mal ins Bild zu halten. Da war er im Fernsehen, ich weiß gar nicht in welcher Talkshow, ich kenne diese ganzen Talkshow-Moderatoren nicht, weil ich gucke seit ewigen Zeiten kein Fernsehen mehr. Also das ist immer mehr so zufällig, was ich so mitkriege. Machen. Erstmal mussten wir das Urteil analysieren und jetzt versuchen wir, diese Gelder zu kompensieren. Was heißt das? Das werden wir Ihnen dann in dem Paket vorstellen, wenn wir soweit sind. Aber es ist natürlich eine große Summe und da muss man jetzt auch nicht besonders kluger politischer Analyst sein, um zu sagen, dass das nur geht, wenn an anderen Stellen Zumutungen ertragen werden. Also Also gespart wird? bitte? Also gespart wird. Das ist sicherlich mit drin, ja, natürlich. Aber gespart heißt ja nicht, dass ja nichts Abstraktes. Also das mag man manchmal so wahrnehmen, der Staat prasst mit Geld und ich höre solche Reden auch im Deutschen Bundestag. Aber die Gelder haben ja immer einen Empfänger. Der geht ja immer irgendwo hin. Und das sind meistens auch begründbare Zwecke. Andere das machen. Also faszinierend, nicht? Also das Geld ist ja nicht weg, es geht nur woanders hin. Ja, ist ganz klar, nicht? Das geht aus unserer Tasche sozusagen erstmal an den Robby, nicht? Und der verteilt es dann weiter, nicht? An die Rüstungsindustrie, an die Impfkonzerne, vielleicht auch an die Mafia. Man weiß es ja nicht, wo das Geld hingeht, aber es hat einen Empfänger, es ist also nicht weg. Solange das Geld also nicht weg ist, ist das alles halb so schlimm, nicht? Also auch wenn wir es nicht mehr haben, uns nichts mehr kaufen können, ist das ganz egal. Da braucht man kein Annele Dingsbums braucht man nicht sein, nicht? So ein Analtyp da braucht man nicht sein, weil das Geld ist ja nicht weg. Ja, das ist das, wie weit wir jetzt irgendwie gekommen sind in unserer Politik, nicht? Also früher hieß es, wo ist das Geld hin? Und da musste begründet werden, wo es hin ist. Mittlerweile reicht schon aus, wenn man sagt, das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders, nicht? Also das ist ja immer so. Da könnte ich aber auch sagen, wenn irgendwie zum Beispiel gesagt wird, die Flüsse sind ausgetrocknet, könnte ich auch sagen, das Wasser ist ja nicht weg, das ist nur woanders. Das ist da, wo die Inseln angeblich absaufen, nicht? Also Wasser ist genügend da, nicht? Das ist nur halt verkehrt verteilt, aber es ist noch da, müsst ihr euch keine Sorgen machen, nicht? Also beim Klima ist es möglich, wunderbarerweise immer ganz anders. Also da ist alles immer ganz extrem. Ihr wisst ja, jetzt ist dieses tolle Treffen von der GOP 28 in Dubai, wo sie mit 70.000 Menschen sitzen, wo die Ricarda gesagt hat, das hat sie ganz toll begründet. Ich war ja begeistert, nicht? Also das muss ich euch gleich auch nochmal zeigen. Also jedenfalls, die hat gesagt, es ist so, dass ja viele Leute sagen, ja, wieso fliegt ihr da alle mit den Jets hin? Wieso müsst ihr euch da alle persönlich treffen? Könntet ihr nicht einfach nur das Ganze online irgendwie machen, nicht? Zur Corona-Pandemie ging das doch auch. Ja, da hat sie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man sich von Angesicht zu Angesicht trifft, weil man einfach besser verhandeln kann. Nicht? Naja, also das kommt auch immer ein bisschen auf das Gesicht an, würde ich mal sagen. Aber ganz egal, rausgekommen ist jetzt ja erstmal, dass gesagt wurde, dass die Atomenergie irgendwie verdreifacht werden soll. Und außerdem ist der Chef der GOP ja auch einer aus der Gas- und Ölindustrie. Und der hat auch gesagt, es gibt überhaupt gar keine wissenschaftlichen Beweise darüber, dass irgendwie Öl und Gas was Schlimmes ist. Und deshalb sehen sie auch überhaupt gar nicht ein, wieso sich da irgendwas ändern soll. Also dieses Angesicht zu Angesicht hat da nicht so richtig funktioniert. Nicht? Trotzdem haben wir ja Klima und müssen irgendetwas dagegen tun. Also wenn die anderen schon nichts machen, dann machen wir wenigstens was. Und ihr habt ja selbst gesehen, jetzt die letzte Woche draußen, es war kalt, es hat geschneit, es war sehr kalt, aber wir wissen ja alle, wir haben Klimakatastrophe und wenn wir keine Klimakatastrophe hätten, wäre es viel kälter gewesen, nicht? Also jetzt haben wir irgendwie minus 10 Grad, dann wäre es viel kälter gewesen, wir haben aber Klimakatastrophe, nicht? Es war sogar, also wie gesagt, das ist ja, wenn es jetzt so kalt ist, wurde uns auch gesagt, nicht? Es ist jetzt so kalt, das ist nur Wetter. Nicht? Also wenn im Sommer 2 Wochen es heiß ist, dann ist das Klima. Wenn es im Winter 2 Wochen kalt ist, dann ist es nur Wetter. Nicht? Also das Klima ist davon unbenommen. Wir haben Klima, weil wir Klima haben. Also es kann passieren, was will. Wir haben Klima. Also wenn es warm ist, haben wir Klima. Wenn es kalt ist, haben wir Klima. Wenn es zu warm ist, wie auch immer das definiert, haben wir Klima. Wenn es zu kalt ist, haben wir Klima. Wenn der Schnee zu nass ist, haben wir Klima. Wenn der Schnee zu trocken ist. Wenn wir keinen Schnee haben, ist es auch schlimm.
Wenn der Schnee am falschen Ort ist oder nicht zur richtigen Zeit, ist es auch verkehrt, nicht? Sehen wir jetzt zum Beispiel da an den Menschen, die da, ich weiß gar nicht wo, ich glaube Kuusamo in Finnland irgendwie so einen Skiwettbewerb hatten und da hat sich doch allen Ernstes der eine den Snorre abgefroren. Also der Snorre, das ist der, ich weiß nicht, darf man das überhaupt sagen, irgendwie auf so einem Video, fängt mit P an, nicht? Also ist das was, beim Hund heißt es Schwanz, aber das ist beim Menschen, aber wie, also der hat sich den Snorre jedenfalls abgefroren. Und deshalb wird jetzt überlegt, dass da irgendwie das nicht mehr gemacht werden kann, dass die bei so kalten Temperaturen überhaupt Skiwettbewerbe haben. Also minus 15 Grad gab es beim Skifahren früher nicht, nicht? Also nie, nicht? Also ich erinnere mich sogar, hier in Braunschweig waren es schon mal minus 20 Grad, aber da bin ich natürlich auch nicht Ski gefahren und ich habe auch keinen Snorre, den ich mir abfrieren kann. Also wie gesagt, vielleicht sollten dann da ich muss erst mal überlegen, damit ich hier was vergesse. Also Transmänner, nicht Transfrauen. Transfrauen sind ja die, ne? Aber also wie gesagt, Transmänner mitfahren, die haben dann kein Snorre. Und wenn man kein Snorre hat, kann man ihn sich nicht abfrieren und kann auch bei kaltem Wetter noch Skifahren. Also es ist alles sehr kompliziert heutzutage, nicht? Was man machen soll, was man nicht machen soll, was richtig und was falsch ist. Wollte ich euch nur drüber informieren. Und ich hatte hier auch noch was, muss ich erst mal gucken. Das ist alles nicht so einfach heutzutage. Ich musste hier, ja, wie gesagt, meine Brille zu Rate ziehen. Damit ich einfach ein bisschen klüger aussehe. Ja, ne, das ist alles schon klar. Ja, also wie gesagt, das Ding ist auch, das hatte ich schon fast vergessen. Genau, also es ist ja auch so, dass gesagt wurde, es ist bei uns zwar sehr kalt, dafür ist es aber woanders auch sehr warm. Ja, zum Beispiel in Australien, weil da ist Sommer, nicht? Also, und das zieht einfach diese ganze Statistik wieder runter. Also es bedeutet halt, auch wenn es bei uns jetzt hier ganz kalt ist, woanders ist es halt zu warm und deshalb ist es halt insgesamt trotzdem zu warm. Nicht? Also es müsste hier viel kälter sein, damit die Wärme wieder ausgeglichen wird. Nicht? Also ist zwar eigentlich immer so, nicht? Wenn hier Winter ist, ist es woanders Sommer und andersrum, aber ich weiß es nicht. Also stand halt, wie gesagt, da irgendwo in der Hannoverschen Zeitung oder sonst wo. Ach ja, Wintereinbruch im Süden. Wie weit es für Jahreszeiten im Klimawandel kann am Sonntag nicht stattfinden. Es war zu kalt. Nicht? Also der Klimawandel ist da, die Klimaerwärmung ist da und weil es dann zu kalt war, konnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. Aber es wurde schon ein Ersatztermin gefunden. Wahrscheinlich im Sommer, wo es dann aber wieder zu warm ist. Aber da kann man das Ganze dann ja in der Kältekammer irgendwie machen. Nicht? Also ich denke schon, dass das irgendwie ganz gut hinhaut. Nicht? Das war eigentlich das, was ich euch erzählen sollte. Aber das war es fällt einem einfach nichts mehr ein. Nicht? Also den ganzen Tag irgendwie guckt man so irgendwo rum und liest so Sachen und denkt irgendwie alle, haben die alle irgendwie wirklich, ja, also da rein, da raus ist das Einzige, was man machen kann. Aber es betrifft uns ja alle. Nicht? Also die verderben uns ja unser ganzes Leben, ne? Nerven uns den ganzen Tag mit ihrem Wahnsinn und es wird ja auch nicht besser. Ja, man dachte ja erst, wenn Corona vorbei ist, ist alles wieder gut. Ne? Dann kamen sie gleich mit BLM, dann kamen sie mit dem Gender, da sind sie immer noch nicht mit fertig. Ne? Also weh, du sagst irgendwas verkehrt. Beim Rewe hängt jetzt so eine Regenbogenfahne. Da frage ich mich, warum? Wahrscheinlich, weil da alle willkommen sind. Da frage ich mich, waren sie vorher nicht willkommen? Wieso muss man dafür eine Fahne hinhängen? Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit, dass jeder willkommen ist? Vor allem so im Einkaufsmarkt, wo sie mein Geld wollen, nicht? Also ich meine, das Geld muss ja woanders hin. Das Geld ist dann ja bei mir und das muss ja woanders hin. Das ist ja sonst weg. Und es soll ja nicht weg sein, also muss es woanders hin. Also ich verstehe mittlerweile wirklich gar nichts mehr. Da hilft auch die Brille nicht viel. Das wollte ich euch nur zu erzählen, damit ihr Bescheid wisst nicht. Und lasst euch nicht durcheinander bringen. Wir haben heute den Tag vor Silvester, nicht? Morgen wird irgendwas im Stiefel sein von der Nikoläusin. WDM. Was kommt da eigentlich als erstes? Ne? Männlich, weiblich oder divers? Ich meine, das Wichtigste ist ja irgendwie divers, nicht? Also jedenfalls der non-binary Nikoläusin, der kommt jedenfalls irgendwie dann heute Nacht und bringt irgendetwas vorbei. Und da wünsche ich euch sehr viel Freude mit und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, macht's gut, ihr Lieben.